Und dieses Mal gehen wir wirklich zu den Zoras. Ich konnte übrigens nicht mit einem Feuerpfeil die Ranken wegmachen, nur dass ihr es wisst. Weil ich keinen Feuerpfeil mehr hab, glaube ich. Also reinfliegen geht auch, habt ihr ja gesehen. Einfach auf den Berg hochklettern, dann funktioniert das Ganze. Und es ist wieder ein wundervolles Wetter. Ja. Genau, einfach nicht das Parasegel verwenden, obwohl ich das will. Aber egal. Komme ich darüber? Was bist du? Und was willst du von mir? Oh. Was kriege ich da? Was kriege ich da? Ein Oktorok-Tentakel. Ich glaube nicht, dass wir da. Sag mir bloß nicht, dass da ein Floß drüben ist. Jetzt bin ich traurig. Aber ich glaube, mein Pferd ist hier drüben, oder? Ich glaube, mein Pferd steht hier irgendwo. Hallo, du Schwimmwesen, sieh mich bitte nicht. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht. Ach so, das ist ein Soda. Stimmt, der war ja vorher schon da. Der tut mir ja auch nichts. Haha. Wo ist denn mein Pferd eigentlich? Ich weiß nicht mehr, wo ich mein Pferd gelassen habe. Mein Pferd hört mich nicht, obwohl es direkt nebenan ist. Okay. Ach ja, stimmt, ich habe es ja auf dem Berg stehen lassen irgendwo, oder? Ist mein Pferd jetzt hier irgendwo? Ja. Was mache ich denn? Käsesahne. Käsesahne. Pferd. Ich glaube, mein Pferd kommt hier nicht hoch. Ach so, jetzt geht's auf einmal. Jetzt kann er bergsteigen. Okay. Okay, dann gehen wir weiter nach vorne und wir müssen unbedingt noch einen Turm finden. Ich habe noch keinen Turm angeguckt. Das ist das Hauptproblem. Ich sehe nämlich gar nichts auf der Karte. Aha. Ist es die Brücke? Nee, oder? Das kann gar nicht sein. Obwohl, vielleicht ist sie es. Dann gehen wir da mal hin, wenn wir es können. Ach komm, Pferd, du kannst es. Kann er nicht springen? Wieso kann ich nicht automatisch springen? Ist okay, du schaffst es. Was ist denn das hier überhaupt? Da war irgendwann mal wer. Ist aber schon ein bisschen länger her. Dann gehen wir mal hier hin. Ich glaube, hier müssen wir hin. Oder vielleicht auch nicht. Sieht irgendwie strange aus. Ah, da kommen wir nicht rüber. Okay. Genau, steig ab, Link. Genau, das wollte ich von dir. Dann reiten wir doch so. Und das Wetter wird wieder schön. Juhu. Oh, da ist wieder so ein Riese. Und da ist ein Turm. Oh, du! Nicht schon wieder. Warte mal, warte mal. Okay, Tona, ich weiß es schon. Kann ich bitte überspringen?
Wow, ein Hylianer, ein Hylianer. Du bist doch ein Hylianer, oder? Oder nicht? Nein, bin ich nicht. Huh? Doch, natürlich bist du einer. Verdammt, ich dachte, es funktioniert. Am Sora-Fluss bei der Ingogo-Brücke. Bitte hör dir an, was er zu sagen hat. Okay, kann ich es irgendwie überspringen? Ich möchte nur kurz wissen, was hier funkelt. Ach so. Ein Apfel ist in so einem großen Ding. Gut zu wissen. Schön. Schön. Freut mich. Es bringt absolut was. Haben wir hier irgendwo. Ich muss unbedingt die Augen offen halten für die Crocs. Die übersehe ich oft. Wir haben hier viele Gegner. Müssen wir da lang? Ja, ich sehe gar nichts. Wo ist denn der Turm? Jetzt hole ich mir erstmal den Turm. Komme ich da hoch? Kann ich da. Ich denke nicht, dass es so geht. Ich denke, wir müssen wirklich dahinter. Wir probieren es einfach mal. Wenn wirklich. Ich renne ihn jetzt über den Haufen. Pferd, du schaffst es. Das finde ich zum Beispiel auch blöd. Dass er nicht einfach weiter rennt. Und tschüssi. Oh, ich habe ihn gar nicht über den Haufen gerannt. Das finde ich ärgerlich. Und jetzt rennt er wieder gegen die Wand. Wieso macht er das? Man hätte da wirklich, auch wenn man nicht so gut lenken kann, was sehr gut sein kann, weil bei Geschwindigkeit sowas vorkommt. Da will ich sicher nicht hochklettern. Da geht ein Weg hoch. Den Weg laufe ich jetzt hoch, weil mit dem Pferd komme ich da sicher nicht hin. Epona kommt wohl nicht, dann komm nicht. Da ist aber viel los hier. Da sind ziemlich viele Gegner, aber ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen jetzt. Hey, da ist eine Höhle. Was ist denn hier? Oh, da schießt eine Eispfeile auf mich. Oder hat der einen Eisstab? Da komme ich nicht hoch. Ich dachte, ich könnte so zu ihm hin. Jetzt ersaufe ich auch noch. Heute ist nicht mein Tag, Leute. Genau. Okay. Ich sterbe, wenn ich eingefroren bin. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wir haben hier ungefähr hunderte von Gegnern. Ich laufe da jetzt mal ohne Epona durch. Ich möchte nur gucken, ob es hier irgendwo. Angriff ist die beste Verteidigung. Hey, ein Stachel, eine Stachelbockbeule. Toll. Röstbarsch. Lecker. Lecker Schmecker. Hier ist schon wieder ein Schrein in der Nähe. Die Frage ist nur, wo? Penner. Ich sollte mir das Sora-Schwert vielleicht mehr aufheben.
Ah, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Ist ja nicht so, als wollte ich eigentlich zum Turm hoch. Da gehen wir auch hin. Ja. Anschleichen ist wohl nichts bei mir. Ja. Wieso kann ich eigentlich keine Rundumrolle? Oder sowas? Das wäre vielleicht mal nicht so verkehrt. Ein Moblinherz und ein Moblinhauer und ein Soldatenschwert. Ich glaube, ich brauche ein Ritterschwert für das eine. Verehrer, andauernder Forscher, Waffennarr, Reiseschwert brauche ich. Okay. Sagen wir, gehen jetzt als erstes mal hier hoch. Zum wundervollen Turm. Und wenn wir bei dem Turm waren, dann können wir gerne den Schrein da hinten machen. Wieso habe ich jetzt bloß noch ein Herz? Wer hat mich da angegriffen? Ich habe das nicht gesehen. Irgendwie. Nur mal so nebenbei. Das ist eine Kiste, die ich mir holen werde. Definitiv. Und diesen Spurtling hole ich mir auch. Was ist in der Kiste? Ein Soldatenbogen. Wow. Das hat sich gelohnt. Und irgendwer schmeißt da Steine runter. Gut, dass der Stachelbockbogen einfach verschwunden ist. Ich glaube, wir klettern jetzt hier mal hoch. Und ich muss mir unbedingt bald... Ah, seht ihr, da ist ein so ein Viechi. Das müssen wir immer aufpassen. Nämlich keine Lust, umsonst gegen die Tiere zu kämpfen. Ranele-Turm. Das ist ein normaler Turm, wie mir scheint. Aber da war wahrscheinlich die Problematik einfach die vielen Gegner, die man leicht umgehen kann. Wenn man möchte. Wenn man nicht will, dann nicht. Aber ich möcht's. Genau, das wollte ich eigentlich nicht, aber hey. Der nächste Schritt ist ganz oben. Fast. Noch nicht ganz. Das Wetter wird wieder schlechter. Schade. Aber wir haben den Turm entdeckt, das ist doch schon mal schön. Und wir sind nur noch einen kleinen Schritt von den Sodas entfernt. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir beim ersten großen Titan, den wir killen können. Und ich hoffe, ich stelle mich dann besser an. Hä, wer bist du denn? Oh, du hast mich erschreckt. Oh. Verzeih mir, bei meiner Wenigkeit handelt es sich um Ritt vom Volk der Soras. Du scheinst mir ein Reisender zu sein. Bitte sag mir, was machst du hier oben? Was machst du hier? Oh, scharfsinnig. Eine überaus scharfsinnige Frage. Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinz Sidon aufgemacht, um ein
Hylianer zu finden. Ich habe hier Mittagsschlaf gehalten, als mich plötzlich ein gewaltiger Lärm weckte. Alles bebte und ich war auf einmal hier oben. Ich will natürlich wieder runter, aber der Turm ist so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Wenn mich doch nur der Prinz bemerken würde, er ist immerhin auf der Brücke direkt unter uns. Aber warte mal, du bist doch ein Hylianer. Was für ein Glück! Prinz Sidon, ich hab einen! Hier ist ein Hylianer! Prinz Sidon scheint mich wirklich nicht hören zu können. Vielleicht wäre es das Einfachste, wenn wir von hier aus in den Fluss springen würden. Dann können wir zum Prinzen. Nein, 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 das ist viel zu hoch. Anstatt zu Prinz Sidon würde ich wahrscheinlich ins Himmelreich gelangen. Verzeih mir, Hylianer, meine Wenigkeit wird noch eine Weile brauchen, um zu Prinz Sidon zu gelangen. Lass mich einfach hier zurück und geh schon einmal vor. Wieso kletterst du nicht einfach runter? Du hast auch Hände. Schickerstein erkannt. Schickerturm wird aktiviert. Ist ja schon eine Ewigkeit her, dass wir das letzte Mal den Schickerturm entdeckt haben. Überall Schreine. Das ist echt übel. Wie soll man da den Überblick behalten? Ich finde es wirklich schade, dass man nicht so eine Liste hat, wo man sieht, was man schon alles gemacht hat. Das Problem ist nämlich auch, wenn du in den Schrein reingehst, dann zeigt es dir den Schrein ja schon an. Aber ich glaube, man sieht nicht, ob man ihn schon geschafft hat oder nicht, oder? Ich habe zumindest noch nichts davon gesehen. Man sieht hier nicht, wo man drin war oder nicht. Das ist das Hauptproblem. Ich weiß auch nicht. Ich könnte natürlich. Natürlich hätte ich auch Waffen. Schätze. Die Frage ist, muss ich denn da runter oder wie? Weil er sah so aus, als würde man... Müsste man da runtergehen? Dann fliegen wir doch mal zum Schrein. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn wir schon mal so weit oben sind. Fliegen kann ich. Ist doch schon mal was. Bitte geh weg von dem... Von dem Zora, sonst labert er mich wieder voll. Dann machen wir gleich mal den nächsten Schrein. Durchgehen machen wir jetzt. Geh weg. Ich möchte nicht mit dir reden. Wir sind gleich da. Ich verspreche es euch. Es wird nicht so lange dauern, hoffe ich mal. So, bei welchem sind wir denn jetzt? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Sao Kohi. Im Namen der Göttin Hylia wird deine Kraft geprüft. Kraftprobe leicht. Sao Kohi Schrein. Das können wir auch so machen, ohne drüber nachzudenken. Auch wenn wir nur grottenschlechte Waffen haben, wie ich gerade feststellen muss. Egal. Schön, meine Waffe ist zerstört. Genauso lobe ich mir das. So eine Rundum-Ding wäre natürlich nicht schlecht. Wieso bleibt die Visier... Wieso visier da nicht an? Manchmal visier da einfach nicht an. Ich hätte gerne eine Rundumrolle. Hallo.
gibt immer eine Stelle, die kaputt ist. Huh. Die Waffe ist halt auch echt grauenhaft. Huh. Haben wir hier keine? Doch, hier. Macht er jetzt die Wirbelattacke? Okay. Wieso habe ich ihn jetzt nicht erwischt? Wieso ging das nicht? Ah, Leute. Das ist echt mit der Waffe... kein Spaß. Das Sora-Schwert geht halt jetzt auch kaputt. Das ist das Hauptproblem, wenn du keine richtige Waffe hast. Jetzt probiere ich einfach mal den Elektrostab aus. Es bleibt nichts anderes übrig, als mit dem Sora-Schwert anzugreifen. Mein Sora-Schwert ist zerbrochen. Wer hätte das gedacht? Ja. Alter. Falter. Mai, geh halt weg. Stirb, du. Luder. Sorry für die Aussage. Wir haben endlich ein Wächterschild und ein Wächterschwert wieder. Wir haben wieder eine gute Waffe, das ist gut. Oh, und wir haben eine antike Achse, Feder, Schraube. Yeah. Und wir holen uns natürlich die Kiste. Ein Ritterbogen, den ich schon 100 Mal habe, aber hey. Dann werfe ich halt den weg. Den könnte ich eigentlich auch wegwerfen. Und wir holen uns das nächste Siegel. Einmal überspringen bitte und weiter geht's. Auf zu den Soras. Okay, ein Zeichen der Bewertung. Ich sage immer Siegel, ich weiß auch nicht warum. Jetzt kommt wieder unser Lieblings-Sora-Spruch von dem Sora, der uns sieht. Das habe ich noch nicht gesehen vorher. Kleinen Moment. Yay. Und wir sind bei den Soras angekommen. Denke ich mal. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Ach, weil so Nebel war. Oh, was für ein Glück. Du bist ein Hylianer, oder? Sehr schön. Was für eine glückliche Fügung. Ah, du fragst dich sicher, worum es geht. Ich bin Tofu. Vom Volk der Soras. Wir suchen verzweifelt nach einem Hylianer wie dir. Deshalb suchen wir zusammen mit Sidon, unserem Prinzen, einen starken Hylianer.
Besagter Prinz Sidon hält sich bei der Ingogo-Brücke auf. Wenn du uns helfen möchtest, würdest du mit dem Prinzen sprechen? Ich kann euch gerne helfen. Und deswegen segeln wir jetzt mal dahin. Wer bist du denn? Ist es der Prinz? Ich denke ja. Hallo. Hier bin ich. Hier. Und hopp. Hallo Sidon, Prinz der Soras. Ja, du bist ein Hylianer, oder? Hm. Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden. Ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Oh, Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Soras. Wie heißt du? Bitte sag mir deinen Namen. Ich bin Link. Link? Link also, ein guter Name. Habe ich den schon mal irgendwo gehört? Egal, ein guter Name. Lass dich mal ansehen, wie du dich bewegst, diese Körperspannung. Du bist etwas Besonderes, so viel ist klar. Link, du bist stark, oder? Sag mir, dass du ein starker hylianischer Krieger bist. Bin ich. Oh, ich wusste es. Aber ich bin ja auch der Prinz der Soras. Da kann man erwarten, dass ich ein Auge für so etwas habe. Gut, spitze. Ich habe nach einem wie dir gesucht, Link. Nach einem Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt. Hör mich an. Meine Heimat, das Dorf der Soras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Faruta, lässt Tag ein, Tag aus unaufhörlich hörliche Regenfluten auf uns herabprasseln. Wir brauchen dich im Dorf der Soras. Willst du uns helfen? Okay. Oh, wirklich? Danke, Link. Ich sehe, ich habe dich richtig eingeschätzt. Das Dorf der Soras ist so gut wie gerettet. Bitte beeil dich. Der Regen hat die Klippen hier nass und rutschig gemacht. Da kann man nicht hochklettern. Aber wenn du diesem Weg folgst, kommst du zum Dorf. Für einen Hylianer ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du nicht wie wir flussaufwärts schwimmen. Aber hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen dir harte Kämpfe bevor. Nicht verzagen, mein Freund. Oh. Da war ja noch was. Ich muss dir noch was geben. Ein kleines Geschenk von mir. Ich drück dir die Flossen. Elektromedizin. Diese Medizin erhöht deinen Widerstand gegen Elektrizität. Diese Medizin ist wohl für Hylianer gedacht. Jedenfalls bringt sie uns Soda nicht viel. Ein ziemlicher Fehlkauf. Aber dir müsste sie helfen. Ich gehe schon mal vor und stelle sicher, dass auf dem Weg keine allzu großen Überraschungen warten. Ich verlasse mich auf dich. Tschüssi. Ich würde auch gern schwimmen können. Aber hey. Das Dorf der Soras. Sehr schön. Hätte ich ein Pferd, dann könnte ich hier ordentlich durchgaloppieren. Bei dem miesen Wetter. Miesen. Miesem. Mies. Mieses Wetter. Oh. Eine Krabbe. Eine Krabbe. Eine Krabbe. Eine Krabbe! Ich will die Krabbe haben. Komm hier. Eine Ausdauerkrabbe. Ho, ich habe dich elektrifiziert. Elektrifiziert vor allem. Gutes Wort. Gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht. Hey, da ist ein Fisch. Ich habe einen Fisch getötet. Tut mir leid, Fisch. Ich habe ihn echt zerstört. Das finde ich krass, dass das geht. Ich muss jetzt nicht gegen alle kämpfen, oder? Haha. Die Attacke, die ist echt gut. Haha. Ich hätte gern die Holzpfeile. Und ich habe ein Reiseschwert gefunden. Was für ein Schwert brauche ich nochmal? Brauche ich das Reiseschwert? Ich glaube, es war ein anderes, oder? Doch,
Ein Reiseschwert. Das muss ich aufheben. Verdammt. Das ist schlecht. Autsch, ich wollte nur mal sehen, ob hier irgendwas. Ja. Da ist auch was versteckt. Ich wusste es. Dorf der Soras. Hoho. Der Staub ist wirklich gut.